Wenn man wirklich in die Natur blickt, kann man sehen, wie perfekt alles in Harmonie miteinander existiert. Und das ist wirklich Teil von dieser natürlichen Kraft, die auch in uns selber liegt. Und die Kraft, aus dem ein Baum wird, aus dem wir, aus der Kraft, aus der wir Mensch werden. Aber dann ist natürlich die Frage, was kontrolliert unsere Kräfte? Oder welche Kräfte entwickeln wir? Wie wachsen wir in dieser Welt auf? Wie entwickelt sich unsere Natur? Und das ist genau mit den verschiedenen Pflanzen, verschiedenen Lebensformen, mit den Tieren. Genauso ist das für uns Menschen, wie wir alle eine einzigartige Natur entwickeln. Und auch einander wirklich zu lernen, die Natur von anderen zu lernen, das ist etwas sehr Wichtiges, worauf ich Sie hier mit keinem Ding wirklich aufmerksam machen möchte. Die besten Dinge im Leben, die keine Dinge sind, das, dazu gehört natürlich die Natur. Und wir alle haben eine Natur entwickelt in dieser Welt. Und so ist es dann auch unsere Aufgabe, wie ich gefunden habe, einander wirklich kennenzulernen. Und die Natur der Welt, natürlich, in der wir leben, in unserem System und Kriegen und Realitäten jetzt hier in Europa mit den Flüchtlingen und die Kriege in der Welt und die Armut, das ist die Natur der Welt, in der wir leben. Haben wir alle eine einzigartige Natur entwickelt? Wie wir denken, wie wir uns geben, unser Charakter, unsere Verhaltensweise, unsere Denkmuster, unser Glauben, unsere Überzeugung, unsere Mentalität ist das Resultat von dem, was wir gelernt haben, wodurch sich unsere einzigartige Natur entwickelt hat. Ja, und der Punkt ist, dass wir alle von Natur kommen. Wir alle sind eins. Und das ist Gott, das ist Liebe, das ist die Kraft, die in uns allen liegt. Ja, das ist die Natur zu erkennen, die Natur zu lernen und die Natur von anderen Menschen zu erkennen. Was natürlich unmöglich ist, wenn man deren Verhalten persönlich nimmt. Und so ist es ja eigentlich für uns alle. Wir gehen durch die Welt und suchen nach Menschen, die unsere Vorlieben oder wie wir sind oder was wir in anderen brauchen, widerspiegeln. Aber dadurch erkennen wir einander nicht. Wir verkennen die Natur von anderen. Weil ja unsere Natur ist auch unsere Realität geworden, in der wir leben. Und diese Natur ist natürlich völlig anders von der Natur von anderen. Trotzdem haben wir alle eine Natur und ich denke, es ist auch wichtig zu lernen, wirklich natürlich miteinander umzugehen. Natürlich wirklich einander zuzuhören, indem wir wirklich andere wirklich verstehen können. Indem wir einander verstehen können, um dadurch wirklich eins zu werden, uns zu vereinigen. Und das ist nicht nur die Einheit hier in Deutschland, die deutsche Wiedervereinigung, wie das war, kurz bevor ich nach Amerika ausgewandert bin. Interessanterweise, als sich Deutschland wieder vereinigt hat. Nachdem die Mauer errichtet wurde und der Hintergrund dafür, dann auch Dinge in Amerika, wie gesagt, ich habe lange in Amerika gelebt, erst in Kansas. Interessanterweise, das ist die Geschichte von dem Zauberer von Oz und Dorothy, was auch interessanterweise, meine Mutter heißt Dorothea. Ich habe immer gesagt, gibt keinen Platz wie zu Hause. There is no place like home. Und dann hat sie auch gesagt, dass home is where the heart is. Und das ist auch, wo immer wir zu Hause sind. Und das ist wirklich zu Hause zu sein. Das wirklich zu lernen, erstmal in uns selber wirklich zu Hause zu sein. Was wirklich bedeutet, uns wohl zu fühlen. Und zu sein, wer wir sind. Und zu sehen, dass wir alle so sind, wie wir geworden sind. Und das ist ja der Punkt 1 zu sein, ist wirklich das zu lernen. Oder eigentlich viel besser, sich einfach daran zu erinnern. Weil das war ja so eigentlich für uns alle so, als wir in die Welt kamen. Als wir Kinder waren. Ja, es ist ein sehr einfaches, sehr natürliches Lernen, das ich Ihnen hier vorstellen möchte mit keinem Ding.
Und mit diesem Lernen, wenn Sie auch lernen, Ihre eigene Natur kennenzulernen und zu verstehen, wie Sie am besten lernen. Und damit können Sie eigentlich alles lernen, was Sie lernen möchten. Sie dann Ihren inneren Lehrer finden.